Ja, sehr, sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr, sehr gerne hier zum ersten Mal seit langer Zeit mal live und in 3D sprechen zu können. Herr Ulrich, herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Meine Damen und Herren, ja, ich spreche über die Vermessung des Lebendigen. Und zwar des Lebendigen in ganz, ganz kleinen Maßstab, nämlich innerhalb einer Zelle. Und für die Entdeckung der kleinen Dinge in der Zelle und ihre Vermessung war natürlich das Lichtmikroskop ganz entscheidend. Mit dem hat man zum ersten Mal gesehen, dass jedes Lebewesen aus Zellen als fundamentale Einheiten besteht. Man hat Organellen entdeckt, wie zum Beispiel die Mitochondrien, Bakterien und so weiter. Und Herr von Klitzinger hatte vollkommen recht. Es war in der Tat Hermann von Helmholtz, der noch vor Abbe erkannte oder um die gleiche Zeit, aber ich glaube sogar etwas vorher, dass die Lichtmikroskopie irgendwann mal, was die Auflösung, was ihre Trennschärfe anbelangt, an eine fundamentale Grenze kommt. Und das war das, was man wirklich für eine lange Zeit geglaubt hat, dass es etwas ist, was sich nicht mal revidieren ließ. Deshalb hat man hier in Berlin, unweit von hier, das Elektronenmikroskop erfunden, das dann nicht mehr mit Licht funktionierte, sondern mit Elektronenstrahlen und deswegen das Problem der Beugung des Lichts nicht mehr hatte. Und dieses Elektronenmikroskop schaffte dann über die Jahre in der Tat Auflösungen zu erzielen, die auf viel, viel, viel kleinerem Maßstab realisierbar wurden, wie zum Beispiel runter bis auf die Größe eines Atoms und sogar noch drunter in einer Reihe von Fällen. Damit entdeckte man Viren und so weiter und so fort. Aber es war auch klar, dass man mit dem Elektronenmikroskop irgendwann auch an Grenzen stößt. Und eine dieser Grenzen war die Anwendbarkeit. Man kann mit einem Elektronenmikroskop keine lebenden Zellen sehen. Man kann also nicht das Lebende vermessen, um in der Sprache von Helmholtz zu bleiben. Das ist eigentlich nicht möglich. Das ist weiterhin dem Lichtmikroskop vorbehalten. Und deswegen war es ganz klar, dass wenn es einem gelänge, diese Barriere bei 200 Nanometer, die Helmholtz schon vorhergesagt hat, mit seinen Formeln zu überwinden, dann würde das in der Tat eine Erkenntnisrevolution in den Lebenswissenschaften auslösen. Und so ist es auch gekommen. Also im 20. Jahrhundert war die Auflösung so, wie man es hier auf dem Bild sieht, das sind sogenannte Kernporenkomplexe, die mit dem damals besten Mikroskop, dem sogenannten Konfokalmikroskop, nicht richtig aufgelöst worden sind. Das DET-Mikroskop, für das ich ausgezeichnet worden bin, war das erste Verfahren, das gezeigt hat, dass man sehr wohl diese Grenze überwinden kann, dass es sehr wohl eine Physik gibt oder dass die Welt so beschaffen ist, um das mal philosophischer zu formulieren, dass man schärfere Bilder erzielen kann und dass die Grenze, die ursprünglich aufgezeigt worden ist von Verdi, Helmholtz und auch Ernst Abbe, vielleicht überinterpretiert worden ist. Und das ist auch schon angeklungen, diese Überwindung der Grenze um einen Faktor 10, die dieses STET-Verfahren mit sich brachte, führte dann 2014 zu diesem Preis. Und der Grund, weshalb ich diesen Preis, dieses Poster, das sozusagen das offizielle Poster dieses Preises war, zeige, ist nicht, weil ich einer von den dreien bin, die ausgezeichnet worden sind, sondern weil es sehr schön die Technik zeigt und die Techniken zeigt, die letztendlich dazu geführt haben, dass man schärfere Bilder bekommt. Das war einmal das STET-Mikroskop. Das hatte einen Strahlen, mit dem man Moleküle, Fluoreszenzmoleküle, die an das Protein zum Beispiel, das einem interessiert hat, geheftet worden sind, anmachen konnte und einen Strahl, mit dem man solche ausmachen konnte und dadurch, dass weniger an waren als vorher, ja, dass man also welche auch ausgemacht hatte, konnte man durch das Rasterverfahren viel feinere Details auflösen. Sie haben vollkommen recht, 2001 der Helmholtz-Preis an Thomas Klar und mich, das war damals eine enorme Ermutigung. Das war noch zu einem Zeitpunkt, das darf ich sagen, als es vollkommen unklar war, ob sich das Verfahren durchsetzen würde. Es gab viele Kritiker, die gesagt haben, das wird nie richtig funktionieren. Die Methode ist nur so, sehr restriktiv. Es gab nur einen einzigen Fluoreszenzfarbstoff, der damals funktioniert hat. Aber es war eine sehr, sehr große Ermutigung. Und das nochmal dazu, bitte diesen Pioniergeist des Helmholtz-Preises bitte aufrechterhalten. Wie gesagt, es war das erste Verfahren. Damals hatte keiner daran gedacht, dass es geht. Die Idee ist irgendwann nach Amerika rübergeschwappt, relativ spät, 2005. Also die Amerikaner waren da viel langsamer. Und amerikanische Kollegen hier
Rick Betzig, mir nämlich die Ehre hat, den Preis zu teilen, hat dann ein Verfahren entwickelt, das ähnlich war, hat auch auf diesem An-Aus-Verfahren aufgebaut. Allerdings hat er einzelne Moleküle an- und ausgeschaltet, also nicht die Moleküle, die in einer bestimmten Fläche sind, sondern stochastisch einzelne Moleküle an- und ausgeschaltet. Und derjenige, der rausgekriegt hat, dass man selbst einzelne Moleküle sehen kann, wenn man sie an- und ausschaltet, war dieser Herr W.E. Murner. Quasi diese Entdeckung von W. Murner und Eric Betzig, dass man auch stochastisch an- und ausschalten kann, führte zu diesem Verfahren, das Palm Storm heißt. Also, das Prinzip des Trennens war an-aus, das haben diese beiden Verfahren gemeinsam. Und was sie auch gemeinsam haben, das ist ganz interessant, sie können prinzipiell eine Auflösung erzielen, die auf molekularer Skala ist. Also wirklich, wenn ich zwei Moleküle habe, die, sagen wir mal, auf der Größenordnung des Moleküls selbst voneinander entfernt sind, kann ich sie im Prinzip immer noch trennen. Und ein Molekül ist typischerweise so ein Nanometer groß. Das heißt, wenn es, sagen wir, 5 oder 10 Nanometer entfernt ist, sollte ich in der Lage sein, diese Moleküle zu trennen. Ja, in der Realität war es aber nicht so. Als der Nobelpreis vergeben worden ist, waren keines der beiden Verfahren, sowohl das TET-Verfahren als auch dieses Verfahren, in der Lage, besser zu trennen als diese 20 Nanometer. Das heißt, diese Nobelstiftung hat es eigentlich ziemlich knackig auf den Punkt gebracht. Die Mikroskope der Preisträger haben die Grenze überwunden. Ich füge jetzt noch hinzu, aber haben nicht das endgültige Limit erreicht, was natürlich die Grenze war. Und ich muss zugeben, als ich angerufen bin, denkt man sich, naja, da ist man geworden bin, also dass ich den Nobelpreis teilen würde, dann denkt man sich, naja, da sind die Leute total begeistert, ich hätte total begeistert sein müssen. Meine erste Reaktion war, ja, eigentlich hättet ihr mir noch ein bisschen mehr Zeit geben lassen sollen, weil ich bin ja noch nicht fertig. Man ist ja noch immer nicht an der maximalen Grenze. Denn in der Tat, mein Labor hatte sich schon damals den Ziel verschrieben, wirklich die absolute Grenze zu erreichen, nämlich die Grenze auf der Größenordnung eines Moleküls. Und da haben wir natürlich weitergemacht, auch nach dem Preis, nicht bei 20 Nanometer aufhören. Das Ziel am Ende ist ja wirklich die maximale Auflösung zu erreichen, nämlich die Größenordnung des Moleküls. Warum ist das die maximale Auflösung? Weil man ja letztendlich im Fluoreszenzmikroskop nichts anderes anguckt als die Fluoreszenzmoleküle selbst. Und besser als die Moleküle selbst an Auflösung kann man ja letztendlich nicht werden. Aber da waren wir weit weg. So, das war also unser Ziel. Und jetzt erkläre ich Ihnen, was das eigentliche Problem war, wenn man versucht hatte, bessere Auflösungen zu erzielen. Damals, 2014, als der Nobelpreis vergeben worden ist. Stellen Sie sich mal vor, wir haben Moleküle, die sind so in dem Abstand von 11 Nanometer und hier, das Molekül ist hier als Stern dargestellt, ist etwa ein Nanometer groß. Die Trennung, wie man das trennt, war klar. Und zwar, man macht es so, dass man immer nur ein Molekül quasi dazu bringt, dass es leuchtet. Also gelb bedeutet also jetzt leuchten. Also wenn das leuchtet und die anderen nicht, dann kann ich das natürlich von den anderen trennen. Das war die Fundamentalentdeckung, das ist auch das Prinzip des TET-Verfahrens letztendlich. An, aus ist das Verfahren, mit dem ich Moleküle trenne. Das heißt, wenn das dann gemessen ist, ja, oder seine Position vermessen ist, dann kann ich zum nächsten gehen und das leuchten lassen und dann zum nächsten und dann zum nächsten. Und so kann ich sequenziell sozusagen diese Moleküle erkennen und damit trennen. Vorausgesetzt, dass ich dann auch weiß, wo sie sind, ja, kann ich dann auch dieses Bild von diesen Molekülen durch diese sequenziellen Messungen dann zusammenstellen. Das Problem war aber nur, zu dem damaligen Zeitpunkt, man konnte nicht, da kommt wieder Hermann von Helmholtz rein, die Position der Moleküle genauer vermessen als diese 20 Nanometer. Also das ist die einfache Standardabweichung hier. Also wenn man schon das anmachen konnte, einzelnes ging, ja, stochastisch irgendwie anmachen, man konnte die Position nicht besser festlegen als das, aber dann weiß ich ja nicht, ist es hier, hier, hier oder sonst irgendwo. Und das nächste auch und das nächste auch und das nächste auch. Alles total verwaschen letztendlich, weiß die Position nicht. Und in der Tat mit 500 Photonen hat man kein besseres Bild hingekriegt damals als das. Also man konnte Moleküle auf dieser Skala nicht trennen. So, jetzt erkläre ich Ihnen, warum dieses Verfahren der Positionsvermessung damals an seine Grenzen gestoßen worden ist. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, weil es nicht klug gemacht worden ist. Und ich erzähle Ihnen mal, wie das gemacht worden ist. Also in diesem damaligen Verfahren 2014, das ja auch einen Nobelpreis bekommen hat.
Und zwar, das ist ein altes Verfahren, das ist an sich nicht Nobelpreisverdächtig gewesen, aber es war das Verfahren, was die meisten Physiker oder auch die meisten Chemiker, Biologen und so weiter als das Verfahren schlichtweg empfunden haben, mit dem man die Position eines leuchtenden Moleküls misst. Stellen Sie sich vor, Sie haben nur ein einzelnes Molekül, also der Rest ist aus, nur das hier ist an. Was man typischerweise hatte damals oder auch heute noch hat, wenn man das so macht, ist, man hat ein Objektiv, man hat hier eine Fokalebene und hat einen Laser oder so, der die Fokalebene beleuchtet, meistens uniform. Also wirklich so dass die Fläche gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und dieses einzelne Molekül, das emittiert dann Photonen, also Fluoreszenzphotonen, die werden dann hier herausgefiltert in diesem Filter und auf diese Kamera projiziert. Nun, wenn man sich ein bisschen an die Physik erinnert, weiß man ja, wenn sich Licht ausbreitet, so führt es ja letztendlich dazu, dass es gebeugt wird. Das heißt, man kann hier das Licht nicht auf einen Punkt fokussieren, sondern es wird hier so ein Lichtfleck entstehen, ein breiter Lichtfleck durch die Beugung, an der auch Herr Helmholtz gearbeitet hat. Dieser Lichtfleck hier, der ist natürlich in seiner Position ganz stark korreliert mit der Position des Moleküls. Das heißt, die Mitte dieses Lichtflecks entspricht genau der Lage des Moleküls und das Verwaschene kommt einfach nur durch die Beugung zustande. Das heißt im Klartext, wenn ich es schaffe, hier die Mitte dieses Lichtflecks sozusagen genau zu vermessen, das ist jetzt der Knackpunkt, dann weiß ich auch, wo das Molekül ist, weil die beiden müssen durch simple geometrische Optik aneinander entsprechen. Deswegen besteht hier der Detektor aus vielen Bildpunkten, Pixeln, also eine Kamera. Diese viele Pixel können natürlich diesen Lichtfleck vermessen. Und dann ist es einfach, ich schaue mir einfach an, wie groß dieser Lichtfleck ist, wie er verteilt ist und kann dann den Schwerpunkt dieses Lichtflecks bestimmen und der muss dann der Position des Moleküls entsprechen. Und das ist das, was man Lokalisierung nennt auf Neudeutsch, Localization im Englischen. Und es wird, wenn man eine physikalische Ausbildung hat, niemanden überraschen, dass die Präzision, mit der man diese Position hier bekommt, umgekehrt skaliert mit der Wurzel aus der Zahl der Photonen, Fluoreszenzphotonen, die hier auf diesem Detektor gemessen werden. Das heißt, je mehr ich von habe, also wenn ich 100 Mal so viel habe wie vorher, dann werde ich hier 10 Mal genauso vermessen können, dann wird diese Präzision quasi immer höher werden. Und was ich dann letztendlich haben will, ich möchte möglichst viele Photonen haben, Fluoreszenzphotonen, um diese Position hier möglichst genau zu bestimmen. Das heißt, dieses Verfahren der Lokalisation, wie das auch zum Beispiel bei diesem Palm-Storm-Verfahren von Betzig und Mörner sozusagen gemacht worden ist, braucht eine Maximierung der Fluoreszenzphotonen, die hier auf der Kamera entstehen. Und das Problem ist dann damit offensichtlich, Fluoreszenzmoleküle bleichen irgendwann mal aus. Das weiß man ja auch von Farbstoffen. Man braucht lange, weil ich muss ja erwarten, dass diese Zahl groß wird, also brauche ich mehr Zeit. Und dann gibt es einen anderen Effekt, der meines Erachtens sehr wichtig ist. Moleküle, die Emission, das ist ein Dipolübergang. Das heißt, auch die Orientierung des Moleküls spielt da eine große Rolle. Und wenn das Molekül quasi falsch hier in der Ebene liegt, also falsch in Anführungszeichen, dann wird dieses Muster hier hin und her geschoben und ich habe einen systematischen Messfehler. Wenn es rotiert, dann führt es auch zu einer Verbreiterung. So, das waren all die Probleme dieses Verfahrens und das war letztendlich der Grund, weshalb man 2014 mit diesem Verfahren, also mit diesem einzelne Moleküle nicht besser geworden ist als 20 Nanometer. Es hat für den Nobelpreis gereicht, weil es ein Faktor 10 mehr als das übliche, aber es war nicht am Limit. So, dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, ich gebe zu, schon vor dem Nobelpreis, dass es doch besser gehen müsste. Und zwar das Problem, das ich bei dem herkömmlichen Verfahren habe, ist, dass ich sozusagen immer großflächig beleuchte und das ist unklug. Viel klüger ist es, man macht was anderes. Nämlich, ich mache eine Beleuchtung hier, die von vornherein die Information einer Position hineinprojiziert in die Messebene, in der ich messe. Klingt ein bisschen abgehoben, das ist ganz simpel. Ich nehme einfach statt einer uniformen Beleuchtung eine ringförmige Beleuchtung, Donut würde man heute sagen, das in der Mitte aufgrund einer destruktiven Interferenz zum Beispiel eine Nullstelle hat, dann ist diese Nullstelle hier mit dem Licht quasi, das hier vom Laser kommt, perfekt definiert, solange dieses Licht, sagen wir mal, hell genug ist. Also wenn ich viele Photonen habe, ja, also grüne Photonen hier,
die jetzt das Molekül anregen können, dann kann ich diese Nullstelle hier sehr, sehr, sehr genau definieren, weil die ja genau die Stelle ist, wo keines dieser vielen Photonen ankommen würde. Die würden alle hier ankommen, aber hier wäre die Intensität sozusagen dieses roten Licht, dieses grünen Lichtstrahls null. Also ich kann sehr genau eine Nullstelle definieren. Ja, wenn ich halt schon eine Position sehr genau mit dem einfallenden Licht definieren kann, dann muss ich ja nichts anderes machen, wenn ich rauskriegen will, wo das Molekül ist, wie den Abstand sozusagen dieser definierten Nullstelle zur Position des Moleküls finden, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wo das Molekül ist, aber ich muss nur den Abstand messen. Und Sie können sich auch vorstellen, dass das Problem dann weniger schwierig ist, wenn dieser Abstand klein wird. Wenn er klein wird, dann kann ich präziser vermessen. Ja? Wenn er groß ist, wenn die beiden überlappen sogar, dann würde ich das erkennen, weil dann würde ja hier kein Fluoreszenzsignal mehr gemessen werden. Warum? Weil hier ist das Anregungslicht null und wenn das Molekül mit dem Anregungslicht perfekt zusammenfällt, dann habe ich ja kein Signal. Das heißt, ich erkenne quasi an der Helligkeit des Signals, das ich bekommen würde hier am Detektor, wie weit das Molekül entfernt ist von der Nullstelle dieser donutförmigen Beleuchtung. Sie sehen schon, hier ist keine Kamera, sondern nur ein einfacher Detektor, der sozusagen misst, wie viel Licht sendet dieses Molekül aus, natürlich in Abhängigkeit der Position dieses Donutstrahls. Und dieser Donutstrahl kann natürlich hier in der Messebene sehr leicht und sehr präzise mit Ångström-Präzision hier bewegt werden durch eine Mechanik oder elektrooptische Ablenkung oder was auch immer. So, also die Idee ist, man legt eine Position fest mit dem Licht, das reinkommt und schaut einfach nur noch an, wie weit sind die beiden jetzt voneinander entfernt, das Molekül und diese Nullstelle. So, und um jetzt zu erklären, warum das wirklich sehr effizient ist, dieses Verfahren, und viel genauer als das vorherige Messverfahren, habe ich gedacht, als Physiker macht man das ja sehr gerne, man führt einen Dämon ein. Und dieser Dämon weiß natürlich was wir normalerweise als Menschen nicht wissen können, aber so ein Dämon hilft einem oft mal, ein Konzept sehr gut zu verstehen und vor allen Dingen die Stärke eines Konzepts zu verstehen. Also stellen Sie sich jetzt mal vor, wir haben so einen Dämon und dieser Dämon kann diesen Donut hier oder diesen donutförmigen Lichtschall hier rumschieben, ja, also hier in die Ebene rumschieben, also hier rumschieben, kann den so rumschieben, dass er immer die Mitte immer übereinstimmt mit der Position des Fluoreszenzmoleküls. Und wenn jetzt das Molekül sich hier bewegt, ja, dann schiebt der Dämon, weil er weiß, wo das Molekül hingeht, er ist ja ein Dämon, ja, und nicht ein Mensch, schiebt er das genauso, dass die beiden in der Position übereinstimmen. Wenn das geht, und das ist das Gedankenexperiment, dann kann natürlich der Dämon von vornherein hier die Position des Moleküls präzise festlegen. Der weiß ganz genau sozusagen, wo das ist. Nicht, weil er es von vornherein weiß, sondern einfach, weil er das gleichsetzt mit der Position dieses Donuts. Und dieses Gedankenexperiment sagt einem zwei Dinge. Das eine, ich kann im Prinzip zumindest in erster Näherung ein Konzept entwickeln, das quasi keinerlei Fluoreszenzemission mehr braucht. Warum? Weil hier wird ja nichts emittiert. Das Molekül ist in der Mitte von dieser Nullstelle, das wird gar nicht angeregt. Also das Molekül wird gar nicht leuchten können, da wird gar nichts ankommen. Trotzdem bin ich in der Lage hier, zumindest in dem Gedankenexperiment, präzise die Position dieses Moleküls festzulegen. Das ist das eine. Das zweite, was einem das Experiment sagt, und das ist vielleicht ein bisschen schockier, wenn man Physiker ist, ich habe keine Abhängigkeit der Wellenlänge mehr. Dann sagen sie, das ist komisch, ja, ich benutze hier normal propagierendes Licht und so weiter. Und dann sagt der Kerl, das soll jetzt nicht mal von der Wellenlänge abhängig sein. Das ist in der Tat wahr, weil was ich letztendlich hier mache in diesem Gedankenexperiment, ist, ich habe quasi zwei Punkte, die ich übereinander bringe. Ja? Einmal das Molekül ist ein Punkt und dann die Nullstelle hier von diesem Donut ist ja auch ein Punkt. Und wenn ich die zwei Punkte übereinander lege, in erster Näherung, soll es doch vollkommen egal sein, ob das grünes Licht ist, rotes Licht ist, blaues Licht, X-Rays oder was auch immer, vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass ich die zwei Punkte übereinander bringe. Das heißt, es muss am Ende so sein, dass keine Wellenlängenabhängigkeit mehr rauskommt, was wirklich im ersten Moment fast befremdlich klingt, ist aber sauber. So, in der Praxis habe ich natürlich keinen Dämon, aber man kann die Dinge ja wirklich so machen, dass sie
diese Dämonensituation ja quasi annähern. Und es geht so, man hat hier eine Elektronik, die misst einfach, wie viel Licht hier ankommt. Wie gesagt, wenn die beiden gut übereinstimmen, wird nichts ankommen. Aber wenn sie nicht übereinstimmen, dann wird ein bisschen mehr ankommen. Und in Abhängigkeit, wie viel hier ankommt, agiere ich hier auf diesen Deflektor. Und wenn sich das Ganze anfängt, sagen wir mal, zu bewegen, oder wenn ich die Position rauskriegen will, dann wird die Elektronik das Ganze so nachschieben, dass die beiden möglichst passen. Dann die Helligkeit, das steht ja hier, die ich hier registrieren werde, wird davon abhängig sein, wie weit das Molekül von der Position dieser Nullstelle entfernt ist. Und Sie sehen schon, ich kann jetzt natürlich auch die Position des Moleküls nachfahren. Nicht mit der Präzision, die der Dämon natürlich hat, sondern mit einer geringeren Präzision, aber die wird deutlich höher sein wie vorhin. Warum? Weil ich brauche diese Photonen, die ich hier messe, nur dazu, um rauszukriegen, wie weit ist das Molekül von dieser Nullstelle entfernt. Und das ist natürlich eine viel kleinere Strecke, als wenn ich rauskriegen muss, wo ist es innerhalb der Beugungsgrenze irgendwo. So, das heißt, ich habe, oder anders formuliert, ich bestimme die Position schon, indem ich grob erstmal die Position vorgebe über diesen einstrahlenden Laser, und die Fluoreszenz, ja, wird nur dazu verwendet, um die letzten Feinheiten zu bestimmen, und das spart mir natürlich jede Menge Fluoreszenzemissionen. Das heißt, jetzt bin ich nicht mehr so abhängig davon, dass das Molekül nicht bleicht, oder ich muss nicht so lange warten, weil ich ja dieses Fluoreszenz nur zur Bestimmung der Feinheiten benutze. Okay. Also das ist die Idee. Um zu zeigen, was das für Konsequenzen hat, bisschen Physik. Also es ist nicht so schwer. Das kann man also auch, glaube ich, hier in so einem populärwissenschaftlichen Vortrag durchaus zeigen. Stellen Sie sich mal vor, man hat dieses Molekül hier und ich weiß nicht, wo es hier ist auf dieser Strecke. Das wäre der Anfangspunkt, das ist der Endpunkt. Ja. Ich will rauskriegen, ist es hier oder ist es hier. Dann habe ich also diesen Donut, und der hat ein Intensitätsprofil, das sieht so aus. Also wenn ich einen Querschnitt mache, dann sieht das Intensitätsprofil so aus. Hier ist die Nullstelle, hier ist das Molekül und hier tragen wir die Fluoreszenz ab, die gemessen wird. Und jetzt bewege ich diesen Donut über das Molekül hinweg, dann sehen Sie, aha, da wo die Nullstelle zusammenfällt mit dem Molekül, ist die Fluoreszenz am geringsten, da habe ich keine Fluoreszenz, und das ist das Profil, das ich bekomme, wenn ich also da drüber fahre. Und die Position des Moleküls muss genau da sein, wo ich hier kein Licht registriere, also bei XM. So, dann könnte man also die Position so bestimmen, man fährt drüber und guckt sich diese Kurven an, das braucht man aber nicht zu machen. Es reicht vollkommen aus, wenn ich weiß, wie diese Funktion hier aussieht, und in erster Näherung ist die quadratisch, das ist eine Parabel, wenn ich die Endpunkte weiß, weil dann kann ich siebte Klasse Algebra nehmen und kann die Position XM berechnen aus der Helligkeit der Endpunkte, die ich vermesse, und ich kann es mir leisten, von hier nach hier zu jumpen, die Endpunkte, die Helligkeit der Endpunkte zu vermessen, und dann weiß ich schon, wo die Nullstelle sein muss. Also ich muss nicht so minutiös darüber fahren. Und das kann man machen in dieser sogenannten quadratischen Näherung. Dann kommt man auf diese Siebtklässler-Formel, und die sagt, die Position XM muss gegeben sein durch diesen Abstand, wo ich das Molekül vermute, L geteilt durch 1 plus Wurzel aus der Helligkeit dieser beiden Endpunkte, die ich an den beiden Endpunkten messe. Und diese Formel, obwohl sie einfach ist, sehr instruktiv, ist oft bei einfachen Formeln so. Man sieht sofort, und das finde ich schön, dass man keine Wellenlänge mehr drin hat. Da ist nichts mehr drin, was Wellenlänge anbelangt in dieser quadratischen Näherung. Also das, die Vermutung, dass eine Wellenlängenunabhängigkeit da sein wird, ist absolut korrekt. Es ist auch keine Abhängigkeit mehr von der Molekülorientierung drin, naja, weil ich halt eine Position definiere mit dem Licht, das reingeht, und dann ist es fast egal, wie das Molekül hier orientiert ist. Und das ist eine enorme Stärke gegenüber dem anderen Konzept, das wir vorhin hatten. Und wenn man dann ausrechnet, was ist die Präzision, die man kriegen kann, die Standardabweichung skaliert so in erster Näherung mit L, das heißt mit diesem Bereich, in dem ich erwarten kann, wo das Molekül ist, und umgekehrt proportional zur Wurzel aus der Zahl der Photonen, die ich messe. Das heißt, die Summe von diesen beiden. Das ist nicht unerwartet, das würde man erwarten bei Poisson-Statistik, aber das Schöne ist jetzt,
dass ich hier eine lineare Abhängigkeit von diesem Abstand L habe. Und linear ist besser als die Wurzel, weil das ist nicht gedämpft mit der Wurzel. Wurzel läuft ja so, es wird gedämpft. Ich muss also 100 mehr vertonen, um 10 mal besser zu werden. Aber wenn ich dieses L 100 mal kleiner mache, dann werde ich 100 mal besser, nicht 10 mal besser. Das heißt, wenn ich schon mal abgeschätzt habe, wo das Molekül ist, ja, dann mache ich einfach dieses L kleiner. Also ich rutsche da näher ran an das Molekül. Ich bringe meine Nullstelle näher an das Molekül und werde präziser. Und das ist sozusagen das Verfahren, mit dem ich letztendlich bei gleichem N, also bei gleicher Photonendetektion, viel präziser werden kann als vorhin. In zwei Dimensionen würde man natürlich nicht zwei Punkte haben, sondern drei Punkte haben. Besser ist, vier Punkte zu haben. Ich will da nicht in Details eingehen. Die Formel ist auch nicht mal ganz so einfach, aber das Prinzip gilt immer noch. Ja? Es ist immer klüger. Man rutscht ran an das Molekül, wenn man schon grob bestimmt hat, wo es ist. Also man geht iterativ vor, dass man abschätzt, wo das Molekül ist. Dann geht man näher mit der Nullstelle ran. Wie der Dämon das auch machen würde oder wie wir das vorhin gesehen haben in diesem Schema. Und in der Praxis hat sich bisher gezeigt, dass man mindestens 20 bis 100 Mal weniger Fluoreszenzphotonen braucht, um die gleiche Präzision zu bekommen. Und das wirkt sich aus. Gehen wir mal zurück zu diesem Schema, was, wie gesagt, damals nicht auflösbar war, als der Nobelpreis verliehen worden ist. Heute kann man das. Sie sehen das schon hier. Zack, die sind alle knackig getrennt. Natürlich waren die sequenziell an und aus, aber die Präzision, mit der ich die Position habe, bei der gleichen Photonenzahl, ist natürlich höher geworden, weil ich die Position in hohem Maße bestimmt habe, dadurch, dass ich mit diesem Donutstrahl da reingegangen bin. Oder hier 6 Nanometer entfernt, die Moleküle sind damit mit angeordnet worden, also mit so einer DNA-Technik, vorher nicht trennbar, hier knackig trennbar. Das heißt, man kommt tatsächlich jetzt an eine Größenordnung ran in der Bildauflösung, die ist quasi auf molekularer Skala. Ein Fluoreszenzmolekül ist etwa so 1 bis 2 Nanometer groß. Das sind die Abstände. Das sind schon die Abstände, wo die Moleküle langsam anfangen, miteinander zu interagieren. Also besser wird es nicht gehen. Das wage ich mich schon zu sagen. Also zumindest wird es vielleicht auch nicht mehr sinnvoll sein. Aber nicht zu vergessen, alles mit herkömmlicher Optik, mit fokussiertem, propagiertem Licht. Wenn man sich noch an die 80er, 90er Jahre erinnert, Herr Mlynek weiß da sicher auch noch Bescheid, wo die Leute versucht haben, mit Spitzen zu ziehen, um da hohe Auflösung zu kriegen. Das war ja ein Albtraum. Und jetzt ist die molekulare Auflösung tatsächlich erreicht. Man hat eine Auflösung, die ist tatsächlich auf der molekularen Skala. Warum? Man braucht weniger Detektion, man ist schneller und man hat diese Abhängigkeit von der Dipolorientierung, die wirklich eine große Rolle spielt, nicht mehr. Die Biologen fragen dann, was ist denn die Grenze? Die Grenze ist, ich muss ja letztendlich das Molekül, das Fluoreszenzmolekül, da anbringen an dem Protein, das mich interessiert. Und da gibt es immer Abstände, die sind größer noch als die Auflösung. Das heißt, letztendlich ist die Probenpräparation das Problem. Die Physik hat ihren Job gemacht, um ganz simpel zu sagen. Da ist man jetzt quasi am Ende. Und jetzt fängt das Problem an, langsam an, langweilig zu werden. Aber bevor es, sagen wir, physikalisch komplett langweilig ist, muss man doch das Kapitel schließen, sage ich mal, indem man zeigt, dass man schöne Bilder aufnehmen kann, sonst glaubt es einem ja keiner. Man kann zum Beispiel große Bildfelder aufnehmen, die man halt so jetzt, ich sag's mal, drüber scannt und die Molekülposition bestimmt. Und das sieht man hier sehr schön. Das sind auch sogenannte Kernporenkomplexe, halt das gleiche Objekt, das ich vorher da gezeigt hatte. Und hier werden die Moleküle mit einer Präzision von unter einem Nanometer in Sigma bestimmt. Wenn wir noch Wackeleien bei diesem System, das wir da veröffentlicht haben, 1 mit 10, ist es 3 Nanometer, kann man die Auflösung schätzen. Aber das ist keine fundamentale Grenze jetzt mehr. Aber wenn Sie jetzt reingucken, da sieht man schon deutlich schärfere Strukturen hier. Man kann hier diese einzelnen Punkte hier mit einzelnen Molekülen assoziieren und man ist wirklich, wirklich jetzt an der absoluten Grenze. Ich vergleiche es jetzt mal auch mit dem STET-Verfahren, das ja Nobelpreis gekriegt hat und da ist ja nochmal ordentlich was drin, also eine Größenordnung ist drin. Und wenn ich es mit der herkömmlichen Methode vergleiche, ja, die im 20. Jahrhundert vorgeherrscht hat, dann tun wir die Leute leid, die das noch heute machen müssen. Also da ist wirklich in 2 Größenordnungen drin. Also das hat sich also radikal verändert da ist viel zu erwarten, dass da jetzt Anwendungen kommen.
In 3D kann man es machen, das ist nur zu zeigen, dass das natürlich alles erweiterbar ist. Hier möchte ich die Leute zeigen, die da in diesen Entwicklungen involviert waren. Alle weg, manche sind, zwei davon sind zu Zeiss gegangen, akademische Karriere, und er ist auch in der Industrie. Das ist auch ganz gut, dass die Leute in die Industrie gehen. Ich habe andere ermuntert, eine Firma auszugründen. Das haben wir gemacht in Göttingen. Und auch in Heidelberg, wo ich tätig bin. Diese Firma hat die Lizenzen von der Max-Planck-Gesellschaft erworben und dieses Verfahren, über das ich gesprochen habe, umgesetzt in die Praxis. Das gibt es seit einem Dreivierteljahr zu kaufen. Und das ist alles reproduziert auf industriellen Maßstab, wenn Sie so wollen. Da sieht man hier die Präzision von diesen Kernporenkomplexen und auch dreidimensionale Vermessungen. Da gehe ich nochmal zurück. Da gibt es ein kleines Problem mit dem Video, aber das haben wir gleich. So. Zack. So. Und da kann man sehr schön sehen, diese dreidimensionale Anordnung dieser Kernporenkomplexe. Der Kontrast im Monitor ist nicht so super gut, aber trotzdem, jetzt sieht man es eigentlich sehr schön. Das sind zwei Ringe, die sind 50 Nanometer entfernt und man kann hier, sagen wir mal, Strukturen erkennen mit der Auflösung, die ist so deutlich unter der 5 Nanometer Grenze. Also wirklich, wirklich knackige Strukturen. Und das kann man jetzt anwenden. Also man kann es anwenden, man kann es kaufen. Diese Publikation ist quasi von der Firma rausgemacht, das sind alles Firmenleute. Man kann auch zusätzlich sehr, sehr genaue Bewegungen erkennen. Also man kann, weil man schneller messen kann, kann man auch Moleküldynamiken erkennen. Da verspreche ich mir unwahrscheinlich viel von, weil es kein Verfahren gibt, mit dem ich sehr genaue Moleküldynamiken vermessen kann. Und da wird man auch sehr viel sehen können, meines Erachtens in Zukunft, was zum Beispiel die Molekülinteraktion anbelangt oder sogar Proteinverhaltung und dergleichen. Aber an der Stelle möchte ich einen Punkt machen. Es zeigt sich doch immer wieder, dass wenn man einen grundsätzlichen Fortschritt hat in der Metrologie, auch in der Grundlagenforschung, dass es eine kommerzielle Relevanz hat. Also dieses Verfahren, obwohl es erst ein Dreivierteljahr draußen ist, ich weiß ich es natürlich, weil ich da in dieser Firma beteiligt bin, da gibt es mittlerweile schon 14 Bestellungen, also die ersten 7 Geräte sind schon ausgeliefert, Shanghai, NIH, San Diego, überall, vor allen Dingen auch aus dem Ausland. Das zeigt, dass man auch in Deutschland, wenn man entsprechend Fortschritt hat, auch durchaus sehr fix sein kann und das auch umsetzen kann. Nun, die Zahlen, die möchte ich zum Schluss sagen. Moleküldynamiken innerhalb von 10 Mikrosekunden mit einer Präzision von 1 Nanometer messen in einem Bereich, im Anfangbereich von 10 Nanometer ist realistisch. Wir sind noch nicht da, aber wenn man das kann, kann ich mir vorstellen, dass man Proteinverhaltung messen kann. Und das wird der nächste Challenge sein, dass man direkt gucken kann, wie findet das Verhalten statt. Man weiß ja jetzt, dass man mittlerweile schon durch künstliche Intelligenz gefaltete Strukturen vorhersagen kann, aber wie das im Einzelnen erfolgt, weiß man noch nicht. Das könnte ein Riesenfeld sein, auch für die Pharmakologie. Und die Auflösung ist jetzt in der Tat molekular. Ja? Unter der Voraussetzung, dass ich natürlich Proben habe, die mir nicht sozusagen die Einzelmolekülmessung kaputt machen, komme ich tatsächlich jetzt auf molekulare Auflösung. Und mir fällt es auch schwer, selbst wenn ich gefragt werde, was wird jetzt besser in dem Sinn, man ist jetzt wirklich an einer, wenn Sie so wollen, konzeptionellen Grenze. Und das finde ich sehr befriedigend. Man hat angefangen zum Zeitpunkt, als man gesagt hat, da geht gar nichts, ja, gar nichts, wirklich gar nichts. Und jetzt ist man 100-mal besser und ist an einer tatsächlich konzeptionellen Grenze. Das zeigt, dass das immer genauere Messen für Überraschungen gut ist. Haben Sie herzlichen Dank.